So, willkommen zu der neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke und wie ihr sehen könnt, erstmal die Adresse zu halten, ihr kleinen Schlingel. Wer es rumdreht und vergrößert, kann es bestimmt lesen. Wie ihr seht, haben wir mal wieder Fanpost bekommen und diesmal weiß ich wirklich von wem, nämlich von der Veronika. Der Veronika? Die hat doch schon mal die scharfe Post geschickt. Veronika hat auch letztens... Adi, nein! Veronika hat auch letztens eine Capture-Card geschickt. Adi, da ist es mal spät. Los! Hat mir letztens eine Capture-Card geschickt und gesagt, als nachträgliches Geschenk zum Geburtstag. Das fand ich auf jeden Fall richtig stark von ihr. Und jetzt haben wir hier so ein riesengroßes Paket. Ich weiß gar nicht, was das ist. Da seht ihr 20 Maisbeutel steht da drauf. Ne? Export to one Mais. Ich sehe Maiskolben auf jeden Fall. Und chinesische Schriftzeichen, alles mögliche. Das ist auf jeden Fall mega schwer. Steht auch drauf 10 Kilogramm. Und jetzt wollen wir das mal aufmachen, gucken, was da drin ist. Ist alles zugeklebt, heftiges rotes Paketband, Vorsicht Glas. Vielleicht hat sie mir eine Kanne voll Milch geschenkt, in der Glas Deluxe Edition. Adi Schatz, wartet doch jetzt mal. Guck, Adi, guck. So, das können wir jetzt weglegen. Die Hand müssen wir jetzt auch mal wegpacken. Das müssen wir jetzt mal aufmachen. Das muss immer noch. Adi! Jetzt warte doch. Guck. Guck hier. Adi, guck hier. Einmal Papier. Noch mehr Papier. Schon wieder Papier. Papier. Folie. Papier. Papier. Nochmal Papier. Das ist alles auf jeden Fall hier so Dreamies. Erstmal was für ein Adi, ein paar Snacks für ein Adi, ne? Dreamies. Guck mal, Adi, kennst du Dreamies? Die isst du doch so gern. Die können wir jetzt auch hier hinten reinlegen bei dir. Dann haben wir noch eine Packung Dreamies. Auch für ein Adi. Für ein Adi ist da immer was. Ich glaube, für ein Adi ist alles. Guck, so wie der Adi sich immer hier freut und abgeht. Dann eine Flasche Orangina. Und ohne Spaß, die habe ich mal getestet in Dosen. Nee, nicht in Dosen, die habe ich mal getestet, in Flaschen, in kleinen Flaschen aber. Und habe gesagt, das schmeckt mir sogar besser als Fanta Orange. Ich fand das so erfrischend, so fruchtig, so orange. Ich fand ich mega geil. Dann hat Veronika mir, glaube ich, gezeigt, dass es die auch in Dosen gibt. Und jetzt schickt die sogar nochmal in Flaschen. Und was für Flaschen? Solche mega Flaschen, riesengroß. Orangina, einmal normal und einmal hier als... Rouge, also Rouge, Ruge, das ist irgendwie mit Fruchtfleisch, genau, steht auf dem Kopf geschrieben. Blutorange und einmal normale Orange. Adi, du siehst, es wird immer enger bei dir. Dann haben wir San Pellegrino Bombelmo. Habe ich im Rewe öfters gesehen, verschiedene Sorten davon. Das ist Pompelmo. Pompelmo habe ich, glaube ich, auch noch nicht gehabt. Haben wir aber auch schon getestet, die verschiedenen San Pellegrino-Sorten. Dann haben wir Clementina. Ich glaube, Clementina hatten wir auch noch nicht. Wo ich mir die Frage stelle, was hatten wir überhaupt für eine Sorte? Weil das eine ist Zitrone, das andere ist Clementine, was so ist wie Orange oder Mandarine. Also, was hatten wir denn? Nichts. Dann haben wir hier noch Gläschen. Wir haben noch mehr. Wir haben noch einmal Clementina als Dose. Sehr genial, werde ich mir alles in den Kühlschrank packen. Ich habe zwischendurch so viel Durst. Ich bin jedem dankbar, der mir irgendwie Getränke schickt oder sowas. Ich kriege auf Post, da ist Bier drin, Bierdosen, Bierflaschen, was ich dann immer montagabends im Chill mit Ramses Livestream trinke. Aber in der Woche mal so unter der Woche gönnt man sich eine leckere kleine Dose San Pellegrino. Wie ihr seht, Adi, da ist doch nichts, jetzt beruhig dich, guck mal hier, Adi. Adi, nicht, du machst Mist, Adi, du frutscht ab. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall ein Gläschen Pfefferonen, ja. Ich zeige euch das, ich packe das hier aus. Ein Gläschen, ich sehe schon, der wirft gleich alles um. Der Adi ist...
Adi ist so neugierig wieder unterwegs. Der gratscht hier durch die Gegend. Der findet keinen Halt mehr. So, ein Fass Pfefferon handgepflückt. Und da muss man aufpassen. Es gibt Pfefferon, die sind übelst genial. Und dann gibt es Pfefferon, die finde ich total komisch. Also es gibt diese Pfefferoncino, glaube ich, in einem größeren Glas. Die sind so mega dünn, aber 10 Kilometer lang und ich finde, die schmecken einfach nach gar nichts. Aber Dittmann Pfefferon schmecken eigentlich immer mit am besten. Haben auch die beste Größe der Welt, die es gibt. Jetzt haben wir hier nochmal Dittmann, nochmal Pfefferon, scharf. Was war das? Scharf, nochmal scharf. Auch von Dittmann habe ich ja auch bei mir in der Amazon-Wunschliste drin. Wenn ihr da guckst bei anderen, wie bei Sabrina, ich habe mal reingelunzt, ne? Lipgloss, Eyeliner, Parfüm, sonst was die moderne Frau halt braucht. Und was ist beim Ramses in der Wishlist? Pfefferon und Nudeln. Also das ist der Unterschied zwischen Mann und Frau. Hier haben wir Zeitungspapier nochmal eingewickelt und darin eine Dose Mönchshof Biermischgetränk Naturradler. Radler ist mir immer ein bisschen zu sauer, aber Naturradler hat einfach nochmal eine ganz andere Note. Sag mal es einfach, wie es ist. Andere Note, fertig. Adi, guck, ich tu dir nochmal ein bisschen darunter geben, dass du da noch was zu spielen hast. Du sollst nicht alleine sterben. Hier kriegst du das noch oben drauf. Oh, weil ich total bekloppt bin. Hier noch das hinterher. Ich glaube, der Adi kriegt gleich was zu naschen. Was haben wir hier? Das ist bestimmt noch eine Dose Bier. Noch ein Radler vielleicht. So, und da für dich noch ein Hacker Pschorr Naturradler. 100% natürliche Zutaten. Seid ihr Radlertrinker oder seid ihr Naturradler? Schreibt's mal rein, was euch besser schmeckt. Seitdem ich damals mit Marco immer dieses Naturradler getrunken habe in der Flasche, haben wir immer gesagt, Naturradler, bestes Radler. Geht nichts über ein Naturradler im Gegensatz zu einem richtigen Radler. Kann ich gar nicht verstehen, wie es ein richtiges Radler überhaupt noch gibt, wenn die Leute Naturradler getrunken haben. So, was haben wir hier? Paulaner München Naturradler. Ich glaube, wir können den großen Naturradler-Test machen. Aber eigentlich auch nicht, weil das muss ich am Montag immer trinken. Da habe ich ja keine Zeit für Ramses Kitchen folgen. Noch ein Döschen Naturradler hierfür. Dann haben wir hier Samyang Nudeln. Wieder mal, wie so oft, Bulldog Carbonara. Ich habe letztens ein Paket bekommen, da waren fast alle Samyang Nudeln drin. Einmal zum Probieren. Richtig genial. Jetzt seht ihr hier aber trotzdem nochmal Carbonara, also wenn die schmecken, ich habe ein zweites Pack jetzt. Und Carbonara, was soll schon da schief gehen? Die sind bestimmt nicht so extrem scharf, aber bestimmt sau lecker. Sie hat ja auch gesagt, ihr Chinamann hat wieder Nachschub bekommen. Ihr habt hier nämlich auch die schwarzen Samyang-Nudeln, auch zum Testen, zum Probieren. Ich habe eh keine Ahnung, was da der Unterschied ist. Es steht überall immer drauf, Hot Chicken Flavor Ramen. Hier auch Hot Chicken Flavor Ramen, schwarz, Hochi. Dann haben wir hier diese grünen Hot Chicken Flavor Ramen mit koreanischer Black Bean Sauce, also schwarze Bohnensoße. Ist das Sojasoße, Sojabohnen? Yia Yi Yang. Die Packungen sehen einfach so verdammt genial aus. Habt hier natürlich die Too Spicy, die viele immer zur Challenge nehmen. Davon habe ich bestimmt drüben jetzt noch 14 Packungen. Ohne Spaß. Die Leute haben aus der Wishlist bestellt. Die Leute bestellen, kaufen selber und schicken das. Also ich glaube, ich habe jetzt einen ganzen Vorrat Samyang-Nudeln. Genau hier wie Stew-Type. Stew-Type Samyang Hot Chicken Flavor Ramen. Kenne ich natürlich auch noch nicht. Ich muss mal den großen Samyang-Vergleichstest machen. Beziehungsweise so wie 7 Tage 7 Stops oder 7 Tage 7 Subs. Oder diese 7 Tage 7 Döner-Aktion. Einfach mal jeden Montag eine Samyang-Nudel-Ramen-Packung testen und mal gucken im Vergleich. Dann habt ihr hier die Too Spicy in einem
in einer Schüssel, in einer Schale, nicht in der Packung, sondern in der Packung. Das heißt, wenn die Packung leer ist, könntet ihr eigentlich die Tüte aufmachen und euch hier drin eine zurechtmachen. Dann habt ihr immer einen schönen Samyang-Becher zum Essen für eure Too Spicy-Nudeln. Wie lange der hält, weiß ich leider nicht. Der ist bestimmt nach ein paar Benutzungen total durchgefault, durchgenässt, aber wäre genial, wenn es so einen Plastikbecher gäbe, so eine Plastikschüssel von Samyang Too Spicy, dass ihr eure Samyang-Nudeln immer aus dieser Schüssel essen könnt. Dann habe ich noch, sehe ich, zwei Soßen hier. Und zwar haben wir einmal, oh mein Gott, Würzsoße extrem scharf nach Chicken-Geschmack. Samyang Extrem Hot Chicken Sauce. Allergene sind fettgedruckt, okay? Produkt kann Spuren von Milch, Soja, Sesam, Erdnüsse halten. Ihr habt hier also, darf man das abmachen, ohne dass das kaputt geht? Das zieht sich leider alles auseinander. Ihr habt hier Samyang Extremely Spicy Bulldog Chili Soße. Vielleicht ist das... Das ist der Grund wahrscheinlich, warum diese Samyang-Nudeln so brutal sind, die Too Spicy. Denn es sind ja nicht die Nudeln schmecken ja eigentlich alle gleich. Aber die Soße, diese extrem tief schwarze, brutale, böse Soße. Und wenn das so eine Soße ist, dann könnt ihr ja alles, was ihr esst, einfach Too Spicy machen, dass euch die ganze Gusche wegfliegt. Also da bin ich gespannt, wie die schmeckt. Wir essen auch öfters Raclette, mal gucken. Nachdem wir die ganzen Adi-Soßen probiert haben mit Carolina Reaper drin, sowas vielleicht mal aufs Raclette prügeln und schauen, wie das schmeckt. Und wir haben noch eine zweite, wir haben hier noch eine schwarze Samyang Bulldog Hot Chicken Flavor Soße. Also wie gesagt, der Name ist eigentlich überall gleich. Es ist alles Bulldog, es ist alles Samyang, es ist alles Hot Chicken Flavor. Welche von den beiden jetzt brutaler ist, weiß ich leider nicht. Just Add Bulldog Soße, Brett, Burgers, Burritos, Chicken Dips, Dumplings, Eggs, Rolls, Fries, Hot Dogs, Hot Pot, Meats, Nachos, Nudels, Nuggets, Pasta, Po, Pizza, Reis, Satay, Shrimp, Slider, Soup, Spring Roll, Steaks, Stew, Stir Fry, Tacos. Was denkt ihr? Ist sie schwarze schärfer oder ist sie rote schärfer? Ich meine, bei der roten steht ja hier oben extremely spicy. Wahrscheinlich ist die schwarze eher noch normal und die rote dann brutaler. Das müssen wir aber rausfinden. Das Paket ist auf jeden Fall leer. Danke an Veronika. Das ist ein richtig feines Schlemmerpaket. Adi hat was bekommen, ich habe was bekommen. Es gibt zu essen, es gibt zu trinken, es gibt Nudeln, es gibt Bierchen, es gibt sonst was. Guckt euch das an. Adi freut sich auch noch über den Karton. So sieht die Wanne aus, ist jetzt Papier drin, so sieht das Waschbecken aus. Richtig schöne, feine Schlemmerkiste, ja. Sieht aus wie an Weihnachten, wenn der Niklaus da war. Der Niklaus kommt an Niklaustage, nicht an Weihnachten. Adi, was sagst du? Adi freut sich immer über Kartons. Wenn ihr noch leere Kartons habt, schickt die mir mal her. Ich muss mir hier eine Kartonlandschaft aufbauen für einen Adi. Der Adi hört, hat die Einbrecher gerochen, gehört. Das war's von meiner Seite aus. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke an Veronika. Wenn ihr noch was schicken wollt, schickt's einfach rum. Schickt Chicken rum. Wer die Adresse braucht, soll halt privat fragen. Oder ansonsten schickt irgendwas anderes. Und dann geht die Bombe hoch. Ich sag's euch. Peace out. Vorhaut euer Ramses.